Grüß dich. Wer bist du? Ich bin der Sonntags am Bach Wäscher. Du schleichst hier rum. Ich warte hier auf euch, ja. Grüß dich, Totti. Grüß dich. Servus, schön euch zu sehen, hey. Daniel, mein Lieber. Hi. Ein Jahr schnell vergangen, ha? Ja. Wir sind angekommen, endlich. Ja, Gott sei Dank. Hier. Das ist unsere Ausrüstung. Ein Rucksack. Ja, XP. Da kommt. Und was sehen wir da? Wir sehen noch einen XP-Rucksack. Aber natürlich nur bei mir fachmännisch ausgestattet, nicht wahr? Bla bla bla. Mit allem, was man braucht. Ach, schau an. Das ist ja putzig. Das ist ja putzig. Ja, die ist geil, die Rinne. Ich habe den Vogelkäfig reingebaut. Stimmt's? Mhm. Selbst gedruckt. So, jetzt gehen wir da rüber. Und hier haben wir noch jemanden von der Fraktion, der weiß noch nicht, wie schwierig es ist, diesen Weg rauf und hinunter ist, aufzusteigen. Ist es? Der hat noch relativ viel dabei, aber das wird sich nach dem nächsten Besuch dann ändern. Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen eindampfen, da könnt ihr mich ja mal beraten. Ja? Also ich würde sagen, du lässt einfach alles da, was du brauchst. Also das ist cool, das kannst du gebrauchen. Einen Kratzer kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Ob es den Eimer gebrauchen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, nicht. Wahrscheinlich ja. Nicht, ne? Wahrscheinlich aber eine Goldwaschrinne mit Mining Moss. Hast du dabei? Goldsacks. Goldsacks. Die reicht auch, ja. Da kannst du gut reinschauen. Ich bin gespannt. Auf geht's zum Abenteuer Goldwaschen im Rauris. Einer der Gründe, warum wir hier immer wieder zurückkehren, ist diese atemberaubende Natur. Diese unglaublich geile Aussicht, schneebedeckte Gipfel, sattes Grün und natürlich jede Menge Natur. Und für die Geologen unter uns gibt es natürlich auch jede Menge schöne Kiessteinchen, die wir mit nach Hause nehmen können. So schnell war ich nicht, aber wenn du das andere meinst, ja. Nachdem ich ja bereits mehrfach an diesem Spot war, brauche ich nicht viel Zeit mit irgendwelchen Prospektionsarbeiten zu verschwenden. Ich bin direkt rangegangen, habe mir meine Stelle gesucht, dort meine Rinne gestellt und gleich begonnen in die Rinne reinzuschauen. Neu diesmal war dieses Guckrohr, was Torti mir zur Verfügung gestellt hat. Das habe ich natürlich gleich mal ausführlich ausprobiert, unter verschiedenen Steinen geguckt und natürlich in der Rinne auch mal einen Blick riskiert. Eine tolle Sache, allerdings ein bisschen schwer, um es in den Bergen herumzutragen, aber grundsätzlich coole Sache. Und ich habe natürlich gleich damit auch ein Goldstückchen entdeckt. Allerdings kann man das hier mit der Kamera nicht einfangen, weil es so klein war. Ich habe daraufhin gleich mal den Cleanout gemacht, die Rinne zerlegt. Ich verwende hier ein amerikanisches Modell, die sogenannte Stanceport-Rinne. Leider hat sich vorne mein Vorschaugummi verabschiedet, weil der nicht ordentlich von mir verklebt wurde. Kleiner Fehler meinerseits. Werde ich in Kürze beheben. Aber hat der Rinne keinen Abbruch getan. Die fängt deswegen trotzdem gut Gold. Ich habe es mir dann auf diesen Felsen gemütlich gemacht und dort mein Fähnchen gewaschen in aller Ruhe. Und was gibt es Schöneres, als sich sein hart verdientes Nugget an einem so wunderschönen Ort herauszuwaschen und das dann zu genießen. Zum Gold in diesem Gebiet ist zu sagen, dass es relativ wenig kleine Flitter gibt und vom Gold her auch, wenn man was findet, meistens eher ganz, ganz winzige kleine Punkte sind. Aber wir haben es ja auf kleine Nuggets abgesehen. Man berichtet hier von 2 bis 7 mm großen Stücken. Und so wie es aussieht, habe ich jetzt eins gefunden mit etwa 2,5 mm Größe. Ein schönes, wunderschönes kleines Goldnugget, schön körnig das Ganze, und das war mir die Reise auf jeden Fall wert, denn in diesem Gebiet ein Goldnugget zu finden, das ist nur wenigen Leuten vorbehalten. Schön rauf. So, gut.
Zeit. Aber wann darf man auch nicht zittern und so, ne? Ich bin schon alt, ich darf zittern. Das war ein Element, ich hab immer mehr gezittert, oder? Jetzt. Ja. Passt. Geil. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Yeah. Zieh da rein. Juhu! Nee, ich mach's ins Weg. So, wir haben heute ein größeres Nugget hier gefunden. Mr. Smee hat 6-7 Filter. Aber ansonsten wieder ein toller Tag heute hier. Ja, das war's von uns. Ich wünsche euch derweil alles Gute. Bis demnächst. Bye, bye. Ja. Tschüss, Leute. Viertzeit.